Und da bin ich wieder. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Little Inferno. Ich muss mal kurz fix gucken, ob ich auch ein bisschen Feuer mache. Wolle ein bisschen Feuer mache. Gut, ich nehme noch auf. Es ist alles sehr schön, dass ich das natürlich auch alles wieder nicht mitbekommen habe, sondern ich habe mir einen neuen Mauscursor besorgt, der etwas größer ist, dass ihr mit ihnen euch vielleicht nicht konzentrieren, so extrem konzentrieren müsst. So. Was haben wir in den letzten Parts getan? Wir haben die ersten drei Kataloge freigeschalten, den dritten, ja, wie gesagt, Boss freigeschalten. Kombos haben wir gemacht. Die erste, die zweite, die dritte, die sechste, die siebte, die elfte, ja, die zwölfte, die 14., die 16. und das war's. Okay. Was fehlt uns denn noch hier am Anfang? Die Kreditgeber-Kombo fehlt uns noch. Kreditgeber-Kombo, das müsste die Karte. Auf jeden Fall die Karte müsste das sein. Ja, was könnte man denn bei Kreditgeber noch einfügen? Das ist doch erstmal egal, ich werde mir erstmal hier ein paar Sachen kaufen. Einen Holzlöffel. Jetzt mit mehr Splittern für verbessertes Züchtigen. Marshmallows, gemacht aus süßen Wolken, Gewitter des Kentucky Derbys. Wurstkette. Man kann ohne Fleisch kein Wurstfest veranstalten. Das ist natürlich richtig. Kugelfisch, mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Mir schon. Zerbrechliches Porzellan. Das ist erstmal egal, das reicht auch erstmal. Oh nein! Gut, dann nehmen wir erstmal den Holzlöffel und stellen den genau dahin. Ein paar Marshmallows versüßen uns auch den Tag. Jetzt kann ich die nicht aufeinander stellen. Es ist, glaube ich, wieder mal schier unmöglich, die... Nein! Oh nein! Nein! Der Holzlöffel brennt! Verdammt! Aber egal. Einleitungsfeuer. Lustig ist, wenn man den nur ein bisschen bewegt, platzt er. Also am besten hinstellen und einfach stehen lassen. Ich habe ein wenig Halsschmerzen gerade, ich weiß gar nicht warum. Gucken, ob ich jetzt hier noch schöne neue Bilder habe. Ich habe ein bisschen im Internet rumgeguckt. Das ist neu. Oh nein, ich habe schon wieder keinen Platz, Alter. Der dreht ihn langsam echt auf. Porzellan, da kann ich. Mit dem kann ich nichts machen. Mit dem kann ich aber das Feuer ausmachen. So, langsam und Schritt für Schritt. Ist jetzt ein bisschen angekokelt, aber ist ja egal. Die Wurstkette auf das Porzellan. Polen wird immer dreister. Rede geklaut. So. Hallo Nachbar. Bist du noch da? Du liest alle meine Briefe aufmerksam durch, oder? Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. PS, ich habe dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Ach so, ja, diese komischen Ekeldinger, die... Back in my day, even my set balls. Damals hatten wenigstens noch Mäuse, Eier oder halt Bälle. So, was können wir denn noch hier Großartiges machen? Ich habe eigentlich gar nicht so viele neue Dinge hinzugefügt. Also nicht unbedingt Sachen, die jetzt so spektakulär sind, meiner Meinung nach. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Meiner Meinung nach habe ich sogar sehr viele Bilder hinzugefügt, aber so wie ich mich wieder kenne, ja, habe ich die wieder in den falschen Ordner gepackt. Was war das? Achso, ja, okay. Das sollte von meiner Mutter ein CD-Cover ausdrucken. Ich habe keine Geld mehr. Grumpy Cat. Mit Jimmy Will Smith noch, oder? So. Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Sie sind so wunderhübsch. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause.
Aber mach dir keine Sorgen. Sie sind feuerfest. Liebe Sugarplums. Warum fällt sie eigentlich in eine Rolle? Verstehe ich. Habe ich bis heute irgendwie nicht verstanden. So. Wieder ein wenig Geld einsammeln. Die Würste brennen. Boah, jetzt, oh, wie gut das auch einfach aussieht. 18.13 Uhr. Ich muss dann langsam mal was phrasen. Ich bin heute alleine zu Hause. Ja, ich bin heute alleine zu Hause. Yeah. Deswegen ist meine Zimmertür noch offen. Aber ich habe mein Fenster zugemacht, damit meine Nachbarn, um meine Nachbarn zu entlasten, wenn ich mal ein bisschen lauter werde und ein bisschen rumschrei. Aber das sollte ich wahrscheinlich nicht tun, denn dann übersteuere ich. Begeisternde Käfer. Wenn sie zu Pulver zerrieben werden, kann man aus ihnen herrliche Farben herstellen. Ja. Warte mal, wenn ich den, glaube ich, mit dem Mais zusammen mache. Nein! Habe ich irgendeine Combo, glaube ich. Ich hab's gewusst. Naja, auf jeden Fall kann ich den Mais jetzt kaufen. Kammerjäger. Habe ich die Käfer drin? Yeah. Die Käfer habe ich drin, jawohl. Nein. Wer ist das denn? Kenn ich gar nicht. Ist das irgendwie auch so ein Inhaber von dem Spiel? So, ich hoffe, ich habe recht mit der Kombo. Ein paar Käfers. So, hier haben wir einen Kaffee. Das war, glaube ich, auch eine Combo. Aber ich weiß es nicht genau. So, worüber kann ich jetzt reden? Hey. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne mal anschneiden würde. Aber das macht sich an sich, es macht sich an sich blöde als alleine so ein Projekt, da sowas anzuschneiden. Deswegen weiß ich nicht genau. Ich muss das Lineal wegnehmen. Einen Kaffee. Cola, nee, Quatsch, Brause müsste das sein. Oder irgendwie so 7-Up oder so, wie das heißt. So, ich habe noch 6 Münzen, damit kann ich mir noch ein Little Fan und Sammelposter kaufen. Wir müssen gleich bestellen und Feuermeierne. Cornflakes Combo und flüssige Diät Combo, ich habe es genau gewusst. Das mit den Käfern war doch keine Kombo? Echt nicht? Bären Porzellanladen? Wie heißt denn? Also egal. Was gibt's denn noch für eine schöne Kombos hier? Die ich gerade so gesehen habe, das war hier unten. Insektennest-Kombo kann ich machen. Das ist einmal das. Und das hier unten. Das muss ich jetzt mal freischalten. Heuschrecken-Eier. So, was hatten wir noch? Osterhasen-Kombo. Die und Hase. Noch Eiskaffee Combo, das müsste, wenn ich mich nicht irre, trocken Eis und der Kaffee sein. Was ist das hier? Komische Vieh. Geh aus. Sake oder was auch immer das ist. Was ist das?
Ich habe einen Käfer gesehen. Ah, gack. Hey, schickst du mir... Fuck. Schick mir einen Kaminjäger. Schick mir einen Kaminjäger. Schick mir einen Kammerjäger. Okay, danke. Am Arsch, Alter. Schick dir den Kammerjäger sonst für einen. Ich hab doch schon... So, jetzt stellen wir da direkt drauf. Das und den Trockeneisen. Am Arsch. Tödlicher Fisch. Das müsste dann... Ja? Discount-Sushi sein. Zack. Ernsthaft. Boah, gut, ich kann mir das Vieh nochmal kaufen. Kaufen wir das Vieh nochmal. Ruhig. Ganz ruhig. Nicht platzen. Ist so weit lang gelaufen. Ein Käfer. So, und... Ja, nochmal. Nein. Verbrennt. Verbrennt. Boah, nein. Brennt. Eiskaffee-Kombo. Ja, wow. Ja, wow. Manche Kombos zu vermischen, das ist echt lustig, ne? Bah. Scheiße. Ah, ist egal. Warte mal, Feuerspucker kommen, wo er. Und der Teil. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Wärmetauscher-Kombo weiß ich gerade nicht. Laut Zeitbomben-Kombo weiß ich gerade auch nicht. Katzenfisch-Kombo muss auch einfach. Dazu brauche ich die Katze und das Ding. So. Asterix hat ja einen Kammerjäger geschickt, ne? Bah, ich hab keine Lust darauf. Naja, es kauft den. Ah, ich kann ihn nicht mal kaufen. Ich kann ihn nicht mal kaufen. Hallo. So. Also entgegen. Herstelle ich ihn genau. Kannst du ja doch stehen. Ganz ruhig. Das muss man noch aushalten. Den brauche ich. Okay, was haben wir noch? Essgeschirr müsste der Löffel und das Porzellan sein. Ich weiß nicht, wie lange der olle Fisch durchhält. Deswegen stehe ich die Katze jetzt ein bisschen gleich hin. Ja, ja, gleich. Warte doch mal ab. Der Löffel. Porzellan. Ganz ruhig. Hier, nimm den scheiß Kammerjäger und verpiss dich. Was können wir denn noch machen? Die Osterhasen kommen. Ich will mal gucken, ob ich nicht doch recht habe und das doch die Eier sind. Mit dem Typen hier. Oh, jetzt schickt die mir schon wieder einen Brief, Alter. Hat die eigentlich keine anderen Hobbys, als die ganze Zeit mir Briefe zu schicken? Danke dir für den Kammerjäger. Er ist perfekt. Jetzt Kammerjäger. Fertig, Kammerjäger? Hol dir den Käfer. 1, 2, 3. Bum, 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 bum. Ups, daneben. Oh, das ist der kleine Käfer. Hm? Komm her, kleiner Käferkumpel. Hm? Okay, wir sind jetzt Freunde. Leck, leck, leck. Ha, er liebt mich. Schmatz. Ach, wie süß. Er hat ein Ei gelegt. Du kannst es haben. Du bekommst Käferfreund. Was soll ich mit dem Ei von einem verdammten Dreckskäfer? Legen wir es einfach nicht zu. Oh mein Gott! Juhu.
Essgeschirr und komm schon. Katzenfisch und Osterhasen-Kombo. Jawohl. Ich hab gewusst, dass es die Chase-Kombo ist. Ist genau gewusst. Hier. Den brauche ich noch. Den Feuermelder brauche ich noch. Den noch. Das, was habe ich hier? Stell dir sicher, dass du alle Artikel in dem vorherigen Katalog gekauft hast. Stell dir gleich was sicher. Ich habe Hunger. Ich müsste mich vielleicht mal ordentlich hinsetzen und nicht so einen Buckel machen. Dann kriege ich vielleicht auch keine Rückenschmerzen. Ja, das ist natürlich alles sehr spannend, wenn man alleine ist. Da hat man gerade noch den Hasen gesehen.